It's that zest, super bow, no, she must flow. Yeah, 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 yeah. It's that, yeah, yeah, yeah. It's that zest. Herzlich willkommen hier in der Kampfzelle. Unser letzter CW vor dem Update gegen einen ukrainischen Clan. Wie ihr sehen könnt, momentan führen wir hier mit 9 zu 4 drei Steinefights. Wir werden uns jetzt noch ein paar Fights anschauen. Das Update steht kurz vor der Tür, das heißt, alles ist wieder Makulatur, jeder fängt neu an als Rathaus 12. Wir lassen uns überraschen, viel Spaß mit den Fights. Der erste Fight, den wir uns hier anschauen wollen, ist der von Blitzmellow. Wie ihr sehen könnt, er kommt hier erstmal von 3 Uhr mit seinen Helden, um hier etwas die Devs auszuschalten. Er hat dann dabei 4 Lava-Hunde, einen in der Burg, also 5 Stück und 28 Loons plus den einen in der Burg, 29. Die Skelettzauber für die gegnerische Queen und damit will er hier 3 Sterne holen. Die Seite ist geklärt, das heißt, er kommt jetzt hier von 9 bis 12 Uhr mit seinen Lava-Hunden, wie ihr sehen könnt, einen in jeder Ecke, 3 in der Mitte. Hinter dem Loon ist noch ein Lava-Hund. Und dann geht es natürlich alle Loons hinterher, schön mit 3 bis 4 Fingern, alle auf einmal. Und dir die Eilzauber sehr schnell durch die Mitte ziehen. Die Clanburg in der Mitte mit einem Gift. Der wurden hier super gezündet, dass hier die Clanburg und der Einschlag des Adlers nicht viel Schaden anrichten. Auf die Queen, die Skelettzauber und einen Wut. Sehr schön, so funktioniert das. Und wie ihr sehen könnt, die Loons hier fliegen super schnell durch die Base. Keine Chance hier irgendwas auszurichten. Der Eilzauber richtig klasse gesetzt, das heißt, die Loons hier fliegen sehr schnell Richtung Inferno. Und hier der Magierturm setzt richtig zu. Noch einen ein Lava-Hund hier am Leben. Aber der wird hier gepoppt und der Loon trifft ihn. Und die Welpen kommen nicht mal zum Vorschein. Aber kein Problem, wie ihr sehen könnt, richtig viele Lava-Hunde, Lava-Welpen und Loons hier noch am Leben. Das heißt, kein Problem hier 3 Sterne zu holen. Sehr schön gemacht hier von Blitzmelo. 5 Lava-Hunde und 29 Loons und die Base ist platt. Sehr starke 3 Sterne. Den nächsten Fight, den wir uns anschauen wollen, ist der von Mirsanmir. Auch er kommt hier mit einer Lava Lunatic und beginnt hier am Anfang mit seinen Helden die Seite hier zu clearen. Er will natürlich hier die gegnerische Queen ausschalten und die Clanburg super gelockt mit einem Hock. Sehr effektiv, sehr einfach. Die gegnerische Queen schon down. Die Clanburg hier schön im Giftzauber drinne. Das heißt, kein Problem für die eigene Queen. Sehr schön gemacht. Und jetzt kann er hier von unten noch mit einem Babydrachen kommen, um hier die Seite etwas zu clearen. Die Loons hier sehr schön gesetzt, kümmern sich hier super um den Magierturm. Das heißt, jetzt kann er mit seinen restlichen Truppen kommen hier. Von 6 bis 3 Uhr. Die 2 Hunde gesetzt, die Loons schön hinterher. Unten der Magierturm setzt richtig zu, aber mit einem Allzauber sehr schnell dabei. Super gemacht hier von Mirsanmir. Die Luftabwehr auf 7 Uhr hat sich jetzt auch erledigt. Der wurden hier gezündet. Leider nicht alle Loons mit drin gehabt, aber kein Problem. Wie ihr sehen könnt, mit 2 Wutzaubern hier schön durch die Base gekommen. Oben die Luftabwehr auch von den Loons noch geholt. Sehr schön gemacht. Der Wutzauber hier, klasse gesetzt, dass die Loons hier wirklich schnell durch sind. Durch die Base. Die Lava-Welpen sind hier schon super dabei bei dem Clearen der Base. Die letzten Loons hier oben bei 3 Uhr gesetzt. Und dann ist auch der Warden hier weg. Das heißt, nur noch Clearen. Sehr, sehr starke Fight von Mirsanmir. Mit den Luftzeit. Wir sind gespannt, wie es dann bei Rathaus 12 aussieht. Da hier doch einige neue Truppen sind, beziehungsweise Truppenlevel. Wir lassen uns überraschen, schöne 3 Sterne hier. Jetzt schauen wir uns noch einen Fight von Melo an. Er kommt hier erstmal mit ein paar Loons,
bevor er seine Babytragen setzt. Wie ihr sehen könnt, hat sich das gelohnt. Nicht ganz oben der Loon, etwas zu seitlich gesetzt. Das heißt hier, die Luftbombe trifft seinen Loon. Die Helden hier mit den Bowlern von 2 Uhr in die Base rein, um hier gegen 2 Luftabwehren und die gegnerische Queen zu gehen. Natürlich auch hier die Clanburg auszuschalten. Das funktioniert hier super, ohne Probleme. Sehr schön gemacht hier von Melo. Mit wenig Aufwand hier sehr viele gegnerische Truppen ausgeschaltet. Und die gegnerische Queen super. Das heißt hier von 12 bis 10 Uhr kann er hier mit seinen Hunden und seinen Loons in die Base reinkommen. Noch einen Wutzauber hier, um die Loons hier etwas zu unterstützen, um schnell durch die Base zu kommen. Schön gemacht. Der Multi wird durch die Queen ausgeschaltet. Das ist natürlich super, wie das hier funktioniert. Besser als geplant. Der letzte Hund hier noch geploppt, dass hier die Welpen schön aufräumen können. Sehr stark. Der letzte Eil, um die letzte Verteidigung hier zu holen. Und dann geht es nur noch ums Clearen. Sehr starker Fight von Melo. Sehr schöne 3 Sterne. Wir lassen uns überraschen, was er dann beim Update dann herauszaubert. Also, jetzt haben wir noch einen Fight hier von Schild. Er kommt mit einer Spam-Attack, das heißt von 9 bis 6 Uhr mit seinen Riesen. Vorneweg etwas gewartet, die Hexen hinterher. Auch hier wartet er wieder ein bisschen und dann kommen hier die Bowler schön in der Reihe. Hinterher mit 2 Jumps, die Base hier komplett geöffnet. Eine noch, um beim Adler hier in das Areal reinzukommen. 2 Wutzauber, um hier schnell vorneweg zu laufen, dass die Bowler hier super aufräumen können. Der Picker schön vorneweg, nimmt hier richtig viel auf sich. Sehr schön. Der Heilzauber unten beim Single Inferno. Die Bowler schön verteilt in der Base, das heißt, hier kann richtig viel Schaden angerichtet werden. Sehr schön. Der Jump, wie gesagt, beim Adler in der Box. Super gemacht. Das heißt, hier kann richtig weit aufgeräumt werden. Der King leider gestorben, aber er hat sehr viel auf sich genommen. Die Skelette sind ja auch gut dabei und stecken richtig ein, dass hier die Queen und die Bowler noch im Hintergrund gut aufräumen können. Jetzt muss er hier die Queen zünden, aber wie ihr sehen könnt, viel von der Base schon down. So viel Skelette hier am Leben, dass natürlich die gegnerische Verteidigung nicht mehr viel ausrichten können. Eine Riesenbombe hat hier nochmal richtig zugesetzt, aber auch das kommt zu spät. Der X-Bogen hier noch, aber der ist, wie ihr sehen könnt, richtig gut mit den ganzen Skeletten beschäftigt. Sehr schöner Fight hier von Schild. Wirklich schöne 3 Sterne hier von ihm. Zum Abschluss wollen wir uns noch den Fight hier von Backflash anschauen. Er kommt auch hier mit einer Lava Loon Attack, setzt hier auf 6 und 3 Uhr erstmal seine Babydrachen, um hier auf 2 Uhr wollte ich schon sagen, um hier auf 5 Uhr circa mit seiner Queen und dem King hier schön die Base etwas auf der Seite aufzuräumen, die Clanburg zu locken und natürlich, wenn möglich, auch noch eine Luftabwehr auszuschalten. Das funktioniert hier erstmal soweit super. Der King läuft hier etwas im Kreis, aber kein Problem. Die Queen kümmert sich ja drum. Leider schaffen sie es nicht hier, noch eine Luftabwehr auszuschalten, aber immerhin. Die Clanburg ist gefallen. Jetzt setzt er hier die ersten Heilzauber, das heißt von 0 bis 3 Uhr kommt er hier mit seinen 3 Hunden. Den Loons einfach dahinter gesetzt. Der wurde natürlich auch. Und wir mit den Altzaubern richtig schnell durch die Base. Und wie ihr sehen könnt, hier richtig viele Luftskelette hier in der Base aktiv. Den wurden hier super gezündet. Richtig gutes Timing von Backflash. Die Skelette haben sich um die Queen gekümmert. Der Multi-Inferno setzt hier natürlich richtig, richtig stark zu. Aber mit dem Eis ist er natürlich schnell weg. Super platziert hier seinen letzten Eil. Im Hinterhalt hier noch ein Loon, um seine ersten Hauptloons hier
zu Schützen, die sich dann um den Magierturm ohne Probleme kümmern. Sehr schön gemacht. Ein Loon aufgehoben und die Wrestling Loons können sich dann um den Rest der Base kümmern. Sehr starker Fight hier von Backflash. Das soll es für heute gewesen sein. Wir sind gespannt, ob bei der Veröffentlichung das Update schon da ist oder nicht. Wir hoffen es. Und dann sehen wir hier den Weg zum Rathaus 12. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wie immer noch denken, liken und abonnieren. Bis zum nächsten Video.